Hey, schön, dass Sie dieses Video über die Herstellung von Zuckerwatten ansehen. Ich gebe dieses Tutorial absolut kostenlos und es würde mich freuen, wenn Sie sich auf unseren Kanal abonnieren. Das hilft uns wirklich sehr. Sie können auch auf die Glocke klicken, um über unsere neuesten Video auf den Laufenden zu bleiben. Wir vermieten diesen rosa Zuckerwattenstand, den Sie in diesem Video Bedienungsanleitung sehen, in ganz NRW mit Betreuung. Sie können jedoch auch eine separate Zuckerwattemaschine von uns mieten, um selber eigene Zuckerwatten herzustellen. Es gibt auch kleine Zuckerwattenmaschinen zum Verkauf von zum Beispiel Mediamarkt oder Lidl. Diese funktionieren grundsätzlich gleich, sind aber rein und nur für den Heimgebrauch und insbesondere zur Herstellung von einigen kleinen Zuckerwatten geeignet. Sie können dieses Tutorial auch verwenden, wenn Sie eine Zuckerwattenmaschine von Mediamarkt oder eine Zuckerwattenmaschine vom Lidl gekauft haben. Wenn Sie große Zuckerwatten wie auf der Kirmes herstellen möchten oder viele Zuckerwatten auf einmal drehen müssen, empfehlen wir die Anmietung einer professionellen Maschine. Mit unserer professionellen Maschine können Sie bis zu 150 Zuckerwatten die Stunde herstellen. Es gibt auch eine Reihe von chinesischen Imitationen zu mieten, die gut aussehen, aber in Wirklichkeit nur einen Bruchteil von der Anzahl der Zuckerwatten machen können wie eine professionelle Maschine. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Vermieter nach der Marke zu fragen. Wir arbeiten nur mit professionellen Marken aus Amerika zusammen und verwenden in diesem Video die Maschine Breeze der Marke Gold Medal. Bevor Sie mit der Herstellung einer Zuckerwatte beginnen, ist es wichtig, dass Sie die Maschine aus der Verriegelung nehmen. Die Maschine hat zwei Hebel an der Seite, die Sie nach vorne klappen können. Die Maschine ist dann lose in der Federung für den Gebrauch. Wenn Sie die Hebel horizontal drehen, ist die Maschine im Transportschloss verriegelt. Bei der Benutzung der Maschine muss die daher immer aus dem Schloss gelöst und in die Federung gelöst sein, da sonst der Motor durchbrennen kann und dies zu teuren Reparaturen führt. Stellen Sie dann die Pfanne mit dem Wirbelgrip direkt auf die Maschine. Der Wirbelgrip ist kein Einwegartikel und muss nach Gebrauch sauber zurückgegeben werden. Also schmeißen Sie das nicht weg. Schließen Sie dann die Maschine an eine geerdete Steckdose an. Es ist immer nützlich, ein Verlängerungskabel oder eine Kabeltrommel zur Hand zu haben. Wie macht man eine Zuckerwatte mit einer Zuckerwattemaschine? Zuerst benötigen Sie Zuckerwattenzutaten. Wir verwenden spezielle rosa Zuckerwattenzucker mit Erdbeergeschmack und Holzstäbchen. Wir verwenden groben Zucker mit Farbe und Geschmack, um Zuckerwatten herzustellen. Wenn Sie natürliche Zuckerwatten ohne Rezept herstellen möchten, können Sie auch normalen groben Zucker verwenden. Sie können diese Zutaten pro 100 Portionen bei uns für nur 19 Euro kaufen, was bedeutet, dass eine Zuckerwatte nur 19 Cent pro Stück kostet. Wenn Sie Zuckerwatten auf eine Messe, Kirmes oder Jahrmarkt verkaufen möchten, haben Sie die Miete der Maschine und die Kosten für die Zutaten sehr schnell zurückverdient. Mit einer Zuckerwattemaschine können Sie schnell viel Geld verdienen. Wir füllen jetzt den Kopf der Maschine mit Zucker, füllen den Behälter fast ganz auf. Dann schalten wir die Maschine ein. Die Zuckerwattemaschine verfügt über zwei Knöpfe, einen zum Drehen des Kopfes und einen zum Heizen. Beide Tasten müssen eingeschaltet sein und die Temperatur kann stufenlos eingestellt werden. Je wärmer Sie die Temperatur einstellen, desto schneller schmilzt der Zucker und desto schneller müssen die Zuckerwatten drehen. Wir empfehlen, den Stand auf ungefähr 3/4 einzustellen. Sobald das Heißelement warm ist, wird der Zucker geschmolzen und der Zucker durch kleine Schlitzen an der Seite des Behälters herausgeworfen. Sie können jetzt langsam mit einem Holzstäbchen rechtsrum drehen. Die Außenseite der Pfanne entlang mit den Stäbchen folgen und das Stäbchen vorsichtig mit Ihren Fingern drehen. Das muss nicht super schnell sein. Sobald Ihre Zuckerwatte dick genug ist, können Sie sie aus die Pfanne nehmen. Sie können jetzt sofort Ihre nächste Zuckerwatte drehen, die Zuckerwatte selbst aufessen oder die Maschine ausschalten. Beim Ausschalten ist es sehr wichtig, dass Sie zuerst die Heizung ausschalten, dann die Maschine kurz abkühlen lassen und erst dann den Motor abstellen. Wenn Sie dies nicht tun, kann der Zucker sich auf den Kopf ansammeln und Sie haben Schwierigkeiten, weitere Zuckerwatten zu machen. Sie können die Pfanne und den Whirlgrip nach Gebrauch ganz leicht mit warmem Wasser abspülen. Sie können die Zuckerwattemaschine selbst mit einem Steuerschwamm und etwas warmes Wasser reinigen. Sie können die Maschine auch verkehrt herum in einen Eimer mit Wasser stellen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Elektronik nicht nass wird. Finden Sie dies ein schönes und gutes Video, dann gib uns ein Gefällt mir, Daumen hoch und abonniere unser Kanal kostenlos. Vielen Dank.